Ja Leute, und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank 1 HD Part 24. Wir sind hier ja letztes Mal ungefähr stehen geblieben. Ich musste leider mal von vorne in dem Level anfangen, weil das Speichern hier nicht viel gebracht hat. So, nichtsdestotrotz sind wir wieder ungefähr an gleicher Stelle, wie wo wir aufgehört haben. Und ja, gucken wir uns hier mal um. Wir sind da. Und wo ist der Düsenjäger? Hier, in dem verschlossenen Hangar. Es muss nur ein Tourist abstürzen, zack, wird man verklagt. So ein Schloss habe ich noch nie gesehen. Sehr gut beobachtet, kluges Kerlchen. Ich traue den Touristen nicht und die Verantwortlichen trauen mir nicht. Wir haben also ein Problem. Wir haben also ein Problem? Ich will nur die O2-Maske. Und wenn sie das Schloss nicht aufkriegen, ist das ihr Problem. Und jetzt her mit der Maske. Ich merke doch, dass du unseren Jäger gern fliegen willst. Also hör gut zu. Geh doch mal zu Bob im Robo-Shack. Er kennt diese Schlösser. Alles klar, denn. Mit dem Düsenpack kannst du diesen Schaltern einen Powerschlag verpassen, indem du springst und dann die R1-Taste drückst. Okay, dann gehen wir mal zu Bobs Robo-Shack. So, so. Was haben wir denn da? Hey, Vorsicht. Die Handschrift kenne ich doch. Du warst bei Al, habe ich recht? Ja, er hat das Helipack eingebaut. Das sehe ich selbst. Ich habe meinem dummen Bruder alles beigebracht, was er weiß. Passt auf, wenn ihr richtig gute Hardware haben wollt, kann ich dem Kleinen ein Düsenpack einbauen. Können wir denn damit auch das komische Schloss am Jägerhangar knacken? Ah, ihr kennt diese Gerätchen, was? Aber hallo, kommt ihr da durch? Es hat einen echt guten Powerschlag eingebaut. Du hast verdammtes Glück, dass ich das Ding brauche, um an den Jäger ranzukommen, Kumpel. 2000. Und los geht's. Ich hab's. Ich mach dich schneller klar, als eine Kröte fliegen fängt. So, mein kleiner Kumpel. Besser als neu. Das stimmt. Ich bin voll cool. Nicht schlecht. Dein Düsenpack umfasst die neue Powerschlag-Funktion. Drücke im Sprung die R1-Taste, um das destruktive Potenzial voll auszunutzen. Okay. So. Um diesen Schalter zu aktivieren, brauchst du die Spezialfunktionen eines Düsenpacks von Gadgetron. Oha. Du bist bei Bobs Robo-Shack, direkt um die Ecke. So, hier können wir zurück zum Schiff. Jetzt wollen wir natürlich auch mal den Düsenjet hier ein bisschen bewegen. Aber was gibt's hier noch? Gibt's hier noch irgendwas weiter oder so? Kurz mal gucken. Nö, hier ist nichts. Dann können wir jetzt in den Düsenjet. Jawoll. Düsenflieger fliegen. Los geht's. Drücke die Quadrat-Taste, um die Maschinengewehre abzufeuern und die Kreistaste, um die Zielsuchrakete zu starten. Beschleunigen kannst du durch haltende X-Taste. Zu schnell zurück. Okay, dann kann ich mir schon denken, was wir hier machen müssen. Hey! Oh! Ja, das war dämlich. Okay, ein bisschen Abstand gewinnen. Ach so. Irgendwie haben die nicht so ganz getroffen. Und wir haben keine Munition mehr für das. Ja, habe ich schon verstanden. So, dann machen wir das eben mal kurz.
So. Und noch einmal ein bisschen mehr Abstand gewinnen. Oh, das war nicht geplant. Hau ab. Geh weg. So, jetzt haben wir doch schon ganz gut Raketen. Mission beendet. Das war's. Das sollte wohl reichen. Hier, bitte. Das wurde auch Zeit. Mit der O2-Maske kannst du unter Wasser, in giftigen Atmosphären und im Weltraum atmen. Sie wird aktiviert, sobald du sie brauchst. Alles klar. Dann würde ich sagen, haben wir hier alles erledigt. Und wir haben die Maske. Sehr cool. So, dann können wir hier auch mal ein bisschen länger jetzt... Okay, jetzt haben wir unendlich Luft. Das ist sehr cool. Aber wir brauchen das ja noch nicht. Oh, sondern wir brauchen das erst in dem anderen Planeten, der so grün war. Also, wo lang ging das jetzt wieder? Ich muss da nochmal hin. Obwohl. Da ist schon das Schiff. Dann können wir auch einfach hier rüber segeln. So. So. Das ist aber eine coole Sache, dass wir jetzt endlich hier unendlich tauchen können. Oh, hier ist eine Höhle. Na, wenn da mal kein Goldbolt drin ist. Ist ja echt kein Goldbolt. Komm schon. Ein Goldbolt. Tatsächlich kein Goldbolt. Aber das hier ist doch ein Geheimnis. Ja, meine ich doch. Und zwar tatsächlich ein Geheimnis. Davon wusste ich gar nichts. Jetzt ohne Scheiß. Ich wusste das nicht mehr. Das war jetzt echt nur purer Zufall, dass ich das gefunden habe. So. Aber immerhin. So, hier kommt mal. Schwunghaken. Oh je. So, das war doch halb so wild. Wir nehmen jetzt mal die Minen. Ja, wenn die uns was bringen würden. Okay, das ging leichter als gedacht. So, haben wir jetzt schon auf jeden Fall wieder sehr viel erlebt hier. Okay. Oh Gott, die hat ein bisschen einen weiten Winkel. Ja, das war wohl nix. Ich dachte, die ist wendiger. Das war ein Schuss in den Ofen. Naja.
Hat er jetzt doch geklappt. So. Das haben wir auch. Da oben ist ein Goldbolt. Jawohl. Dann hat es sich ja immerhin doch gelohnt. Kommen wir da nicht hoch? Oder brauchen wir dafür... Okay. Geräte. Propeller, Helipack, kommen wir damit höher? Ja. Damit kommen wir tatsächlich höher. Goldbolt. Sehr schön. Haben wir. Immerhin einen. So, jetzt aber schnell zurück. Wir haben noch viel vor. Mal hier runter. Das lassen wir jetzt einfach mal liegen. Die auf dem Weg sind, die können wir ja noch mitnehmen, die Gold Bowls. Die normalen Bowls. Aber so wegen einem Bowl drehe ich jetzt nicht nochmal um. Am Zeitplan. So. Da ist schon unser Schiff. Können wir da? Danke. Ja, das finde ich halt in Ratchet & Clank 2 wieder cooler gemacht. Na, ich denke mal, da ist man auch viel auf die Wünsche damals oder auf, ja... sag ich mal doch schon, auf die Wünsche eingegangen von den Leuten, die das gespielt haben. Oh, wir haben ja noch einen Weg. Ich würde sagen, das ist hier lang. Ne, Bob's Robo Shack. Dann war es hier oben der. Da müssen wir ja auch noch lang. Dann würde ich sagen, sind da die Entwickler mehr auf die Wünsche eingegangen. Nämlich, dass da kein richtiges Waffen-Upgrade-System war und dass wir... Na? Keine vernünftigen, dass wir keine Rüstung hatten. Und all sowas, Kleinigkeiten halt. Und dass man halt auch selber mit dem Raumschiff fliegen konnte, was man hatte. Und dass man das verbessern konnte. Das fand ich zum Beispiel ist eine sehr, sehr coole Sache. Und, na, was gibt's hier? Ja, müssen wir bestimmt aus dem anderen Raum hier das Wasser ablassen. Aber immerhin, Wasser sind wir jetzt geil gewappnet. Wir haben ja jetzt so unendlich Luft. Hey! Da lachst du, ne? Oh, das war knapp, ey. Ich dachte, der kriegt mich jetzt. So, jetzt aber hier. Metalldetektor. Haben wir was? Nee. Holen wir uns doch mal jetzt dieses Wasserding zur Hilfe. Geräte. Hydrobeamer. Ja, so nicht anders, ne? Sehr schön. Und zack. Okay, ja, stimmt. Ich dachte, wir mussten hier oben irgendwas... Aber hat sich ja erledigt. So, Geräte... Dietrich. Naja, geht ja noch. Also jetzt ist das ja nicht so schwer. So, das war's. So, wie sieht das denn hier aus? Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal hier hin. Aber wir machen das dann gleich. Ja, wir müssen das Wasser wieder ranlassen. Das würde ich auch sagen, machen wir gleich. Allerdings denn gehen wir da im nächsten Part erst rein. Ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause. So. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.